Darf man eine Person mit Geld unterstützen, wenn man nicht genau weiß, ob er Schlechtes oder Gutes tut? Wir haben eine Religion, Achil Karim, die beruht auf Gewissheit. Wenn du gewiss, mit Gewissheit nicht weißt, dass diese Person Schlechtes macht, dann kannst du auch nicht oder darfst auch nicht über ihn schlecht vermuten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ. O ihr, die ihr glaubt, vermeidet häufige Vermutung, denn manche Vermutung ist Sünde. Du darfst nicht einfach vermuten, ja, der könnte, der sollte und so weiter und so fort. Stell dir vor, es kommt einer rein, sagt Assalamu alaikum, du sagst Allahu anam, der ist bestimmt Heuchler. A'un billah, ist so unsere Religion? Nein. Sondern erst wenn wir eine Sache mit Gewissheit wissen, dann haben wir ein Urteil über diese Sache. Aber zuvor, wenn wir das nicht mit Gewissheit wissen, dann behandeln wir das ganz normal. Wallahu ta'ala ala wa'ala. ويقوى السد في وجهه